und herzlich willkommen hier zurück bei The Longest Journey. Ja, wir sind unter Wasser. Die Mermen haben uns hier geholt. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen zu den Kristallen, die wir gefunden haben. Can we talk for a minute? Aber sie meinte ja, sie kennt sich damit nicht aus. We may. Aber, naja. Ah. Who or what is the Water Stiller? The Water Stiller is in our prophecies. She is the landwalker who will make us a people united and end all strife. So you're at war with other Merim? No. And so the time for the Water Stiller is still to come. We are at peace with other Merim. Aber vielleicht sind wir ja dieser Water Stiller. What else can you tell me about the Water Stiller? She will come among us by providence. And she will take something from us that we have kept hidden for many generations. Ach, die Disk. Stück davon. What is it the Water Stiller will come to take from you? We do not know. But she will open up the ancient shrine and bring light to the darkness. She will destroy a snapjaw with her spear, give witness of her mission, and then she will reunite us. She sounds like a swell person. She is the Water Stiller. She is prophecy. Also wenn Avery es noch nicht das gemerkt hat, dann naja, tut mir leid. Thanks for your time. My time is yours, Gatherer. Danke, danke. Nicht so höflich hier. Den darf ich nicht, ja. Merk schon. Ich bin Leave the spear be. It belongs to the Water Stiller. Sorry. Also wenn ich den Schrein öffne, dann denke ich mir, dass ich dieser Water Stiller bin und dann bekomme ich den Speer und dann darf ich den Snapjaw eine reinhauen. Okay, wir spielen weiter mit diesem Steinaltar rum. Wenn es so lange dauert, natürlich werde ich es wieder schneiden dürfen müssen. Ja, die waren jetzt nicht ganz richtig, weil hier dieses Symbol mit dem Fisch war, was nach hinten gucken muss. Aber hier dieser Kristall guckt hier in die Richtung und das kriege ich nicht hin. Deswegen habe ich die vertauscht, aber ich glaube, das darf man nicht. Deswegen jetzt wieder an mich. Die gucken sollen, welcher ist. So, Fisch und... Das macht halt auch wenig Sinn, ne? Ja, also ich packe die jetzt hier nochmal rein. Bei den beiden bin ich mir halt nur unsicher. Ja, weil das müsste man einfach nur nehmen und genau umgedreht reinsetzen. Die anderen, das macht ja auch keinen Sinn, das damit zu tauschen. Oder? Nee, macht das nämlich auch nicht. Ich mir das hier nochmal nehme. Der Speer, der Fisch. Das ist auch meiner Meinung nach alles genau richtig. Zeigt nämlich der Fisch dahin und dann ist alles gut. Ja, und wir haben hier noch diese Ringe. This ring is inscribed with the image of a Merim. Feuer. Den wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich jetzt hauptsächlich alle mal in die eine Richtung bringen. Aber wir sollen bestimmt jedem einen zuordnen. Water. Ja, Wasser. Da haben wir Pot. Dann machen wir da die mal Erum hin. This inscription looks like a fish. Harpoon. Achso, dann können das die Mermen vielleicht mit der Harpune? Ich weiß doch auch nicht. Ach nee, der Pottring ist ja schon richtig dann. Wasser, Fisch und... One-Eyed Pyramid. Kann man auch nur... raten ahnen, ne? Vorsichtig. Feuer können wir bewegen. Vogel würde ich jetzt auf diesen Berg da setzen wollen. Und jetzt mal so. Ach Mann, wenn das jetzt eigentlich nicht stimmt und ich habe die Kleinen aber auch richtig ausgerichtet, das ist ärgerlich.
Die hier könnte man noch tauschen. Feuer und Fisch passt auch so gar nicht. Eher dann der Vogel noch. Also gar keine Hinweise noch weiter zu bekommen. Gefällt mir jetzt so weniger gut. Bottom right slot. Ah. This ring is inscribed with the image of fire. Halt auch so gar nicht, ne? Fisch und das. Sie können es halt einfach umdrehen, ne? It's one of the two crystals I found inside the abandoned cave. Ja, hat sie. Es ist genau vertauscht, die beiden Seiten. Das ist so ärgerlich. Das M brauchen wir hier nicht. Hauptsache, der Fisch guckt nach hinten, dann machen wir. Es geht nicht. Ja, kann halt sein, dass die kleinen Sachen jetzt falsch sind. Kann halt genauso gut sein, dass ich die beiden falsch vertauscht habe hier irgendwie. Water. Mermen und Wasser passt schon. Fisch und Vogel passt auch. Ein Krug und ein Speer passt auch so gar nicht. Oder Harpune, ja. It's stuck. I don't think it's supposed to move. Ja, die beiden Sachen hatten wir schon getauscht. Wir können auch nochmal das Feuer mit dem Fisch machen. Water. Und dafür den Fisch auf den Berg setzen? Nee. Das sind nur so ein paar tausend Möglichkeiten hier. Ja, gut, soll ich auch wieder nicht, aber. Wenn allein die nicht funktionieren, was mache ich denn dann? Ja, also ich denke, ich jetzt weiter rumprobieren und einfach schneiden, ne? Und die hier nochmal nach hinten. Und dann. Was? Das hat sich sehr wichtig angehört. Okay. Was kann ich denn jetzt noch machen? Soll ich die nochmal irgendwie drehen? Das bringt doch auch nichts. Oder ich tausche die nochmal. War das der jetzt? Oh Mann, ey. Hilfe. Der Berg und das andere stimmt dann zumindest überein. Aber nicht das andere. Ach Mann, ey. Hä? Jo, okay. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei The Longest Journey. Ja, ich hab's gepackt, also nochmal die Dinger vertauscht und scheinbar die Sachen noch richtig gedreht. Eine Menge Leuchtigkeit hier und das sieht richtig wichtig aus. Wir fangen mal hier hinten an. It looks like some kind of visual history of the Marim people. Ach, jetzt schwimmt sie doch hin. According to this first tablet. Oh my god. It turns out the Marim came to Earth inside a type of spaceship from another planet. They're aliens? Not that anything should surprise me at this point, but still. They look very different back then, though. It must have been a long time ago. Their ship looks to have been a living thing, according to these drawings. Wait a minute. Could this be their ancient god, one of the dragons?
think it has to be. After they arrived on Earth, their species divided in two. One crawled into the sea, the other onto land. What does that mean? This must be a while later, because the Merrim look like they do today. At least the ones who went into the sea do. The other ones? They have wings. If I'm going to guess, I'd say that the ones who went to live on land became the Elation, which means the Merrim and Elation are related. In this one, they're living close to each other and in peace. And it seems they share equally in the production of Tanyen, which attracts fish for both peoples to eat. Then something happens. Or, it looks like, and the Merrim and Elation move away from each other. Und die müssen wieder miteinander verbrüdern. In this last one, Tanyen is beginning to become scarce, and the Merrim are losing many of their young ones to the Snapjaw. They fear the Elation, and they forget their common heritage. At the very end, there's a prophecy, I think. The Merrim and the Elation joining hands once again. When they do, Tanyen becomes plentiful, and both people prosper. Ja, macht Sinn soweit. Aber ich finde das immer so schön mit den ganzen ausgedachten Namen und wie das hier immer alles miteinander funktioniert. It's a circular indentation framed with the image of two dragons biting each other's tails. Almost exactly like the markings on my talisman. Den ich ja leider nicht mehr habe, oder? Nee. Ich vermisse ihn. Ich kann eine Münze reinhalten und so. It's an indentation roughly the size of my talisman. Framed with a familiar... Ja, mal gucken, können wir jetzt schon Bescheid sagen, was wir hier gefunden haben? Und dann bekommen wir den Speer und können den Snapjaw besiegen? Na, das hört sich schön an, oder? Can we talk for a minute? Yes, Gatherer. We may. Ah. Why was the cave with the altar and the wall painting just outside the city abandoned? What? Show us this cave. Immediately. Ja, das ist auch ein bisschen überrascht, bestimmt. I lit the cave by placing the crystal from your palace together with three more crystals I found on the altar and moving the stone rings into their correct positions. Can it be that you are? But you are a gatherer. You cannot be she. Who can't I be? The Water Stiller. She who, by prophecy, will deliver us from strife and unite us as one people. She who will uncover the ancient shrine. Looks pretty ancient to me. This is the shrine, yes. And you have brought light to the darkness as well. But the other prophecies, you have not fulfilled them. You have not proven yourself to be the Water Stiller yet. How can I do that? Come back with us, and we will tell you. Okay, genau. Ich frage mich aber, was genau die deutsche Übersetzung von Water Stiller ist. Also muss es ja auch ein sinnvolles Wort für geben. Who is the Water Stiller? She is of the prophecies. She will bring an end to strife and unite our people. Na, das hatten wir aber schon. How can I prove that I'm the Water Stiller? You have uncovered the ancient shrine and brought light to the darkness. But this could be just chance. You must show us the witness you carry of your mission to the balance. The talisman! Damn, I lost it when the storm hit us! You must also kill a snapjaw with a spear. And then you will have proven yourself to us. Once you have done this, we will aid you in your quest to make us one people. Where do I begin? Take the spear and slaughter a snapjaw. This must be done to prove your strength, and to prove you are of the Merrim. Where do I find the Snapjaw? Die haben wir doch schon gesehen. If you are the Water Stiller, you will find a way. Genau, die nehmen wir direkt und ich schätze mal, dass im Boot ja auch immer noch unser Talisman auf uns wartet. Das sieht echt fancy aus. Wir gucken mal, was sie noch geschrieben hat. Sie ist wieder verwundert, dass sie wieder die nächste ist hier.
Genau. Dann. So, what, Estella? Ja, ich bin ja außerdem auch Bandu im Bata. Kangan La. Was? Jetzt müssen wir hier. Ja, genau. Ja, dann wollen wir dann zum Schiff und holen uns den Snapshot und den Talisman und. Müssen wir denn eigentlich den toten Fisch mit hinter uns herziehen? Bestimmt, ne? Der ist jetzt fertig. Oh, der Speer sieht so richtig geil aus. So richtig so ein lila. The Snapjaws keep me to the shadows, waiting for me to get close enough to attack. The Snapjaws. Hä? Die haben doch aber einen Speer. Ach so. Also eine Harpune, kein Speer. Los! Wie er sich gedreht hat, ne? Na los, komm mit. I'll need something to bring back to prove that I killed the Snapjaw. So. Was nimmt die sich da jetzt This tooth will do just fine. Oh man, that's sharp. I had no idea Snapjaw had razor teeth. If I did, better not think about that now. Ja, sieht der, oh, sieht der geil aus. Richtig fetter Zahn. Ach, ist ja richtig offensichtlich hier, schön. Unser Talisman. Da hängt der Mann. Die Kiste muss auch kaputt gegangen sein, schätze ich. Zahn, haben wir den Talisman und dann können wir wieder zurück. Zeigen, dass sie die Beste sind und hoffentlich lässt sie uns dann auch schon gehen. Ja, also schaffe ich vielleicht danach die Folge. In einer Minute. Aber mehr liegt hier auch nicht rum. Finde ich geil gemacht. Finde ich einfach generell, dass wir jetzt hier unter Wasser sind und schwimmen und atmen und mit denen reden können, so cool. Ich habe schon drauf gewartet, als das erste in meiner Bibliothek davon die Rede war. Da wurde ja auch vieles angedeutet, generell. So, hier erstmal den Zahn. Den brauchen wir, glaube ich, dann nicht weiter. Here's a tooth from the dreaded Snapjaw that guarded the shipwreck. Proof of my strength and courage. You have fulfilled that part of the prophecy. If you fulfill the rest, we will acknowledge you as the Water Stiller. Ja, und dann habt ihr hier noch. Hier, guck mal, das gehört auch mir. Here's proof of my mission. A magical talisman with the sign of the balance. It means that I'm the 13th guardian of the balance. You have fulfilled that part of the prophecy. If you fulfill the rest, we will acknowledge you as the Water Stiller. Ist das jetzt noch nicht alles? Was fehlt denn dann noch? Achso, ich habe ja auch so ein Steinchen vielleicht noch. Nee. Was fehlt denn dann noch? Reden wir noch mal mit ihr. Can we talk for a minute? Yes, Gatherer. We may. Where did you say I could find the shipwreck? Just past and beyond the Landwalker's Bubble. Okay, aber wir haben doch jetzt alles. Thanks for your time. My time is yours, Gatherer. Okay, vielleicht noch mal einen Blick ins Tagebuch geworfen. Ja, Ancient Shrine haben wir gefunden und Lichtende Darkness. Ja, genau, was ich bisher getan habe. Proof of my Mission, Talisman. Den haben wir gezeigt und Snapchat haben wir auch getötet. Ja, aber das haben wir doch jetzt alles gezeigt. Was soll denn das? So, jetzt nochmal die. Der Zahn ist weg, ne? Na toll.
Aber hier, guck doch nochmal, die schöne Medaille. Ach herrje, was habe ich? Habe ich vielleicht irgendwie das in der falschen Reihenfolge gezeigt oder so? Was kann ich dir noch zeigen? Hier, eine Fotografie. Habe ich gerade im Schiff noch irgendwas übersehen? Kann ja auch sein. Oh oh. Aber gut, naja, die Folge ist vorbei. Wir müssen das in der nächsten Folge klären. Vielleicht können wir dann auch schon weg. Und ja, da kriegen wir zur nächsten Mission. Und die meinten ja, die würden irgendwas Besonderes, sehr Altes schützen. Vermutlich noch so einen Stein von der Disk. Dann hatten wir schon die Hälfte. Das wäre echt ganz nicht so schlecht. Ja, ja. Okay, aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei The Longest Journey.